Tiefenentspannt genießt Christoph Starke die Sonne in Unterhaching. Nach dem Sieg in Illertissen scheint die Mannschaft wieder in der Spur. Unterstützt wird das Team auch von Michi Hoffmann. Er saß ja in dieser Saison schon mal als Ersatztorwart auf der Bayreuther Bank. Rein ins Spiel und Achtung, die Anfangsviertelstunde hat es in sich. Sechste Minute, Haching in Rot mit dem ersten Angriff und drin ist das Ding. Alex Siekert mit der Führung für die Hausherren. Zweites Saisontor für den Hachinger Angreifer. Die Bayreuther Abwehr überhaupt nicht auf der Höhe. So frei darf Siekert nie zum Abschluss kommen. Wie antwortet Bayreuth? Keine 10 Minuten nach dem 1:0. Böhnlein mit der Ecke und Ulbricht per Kopf zum Ausgleich. Das 1:1 für die Oberfranken, fast postwendend. Das beruhigt auch den Trainer Christoph Starke. Wir schauen nochmal auf die Szene. Ulbricht steigt am höchsten. Taffertshofer hat gegen diese Urgewalt keine Chance. Aber Haching ist präsent, das merkt man von Beginn an. Nur eine Minute nach der Führung. Praktisch vom Anstoß weg die erneute Führung. Wieder ist es Siekert. Die Bayreuther Abwehr steht nur Spalier. Siekert hat dann keine Probleme beim Abschluss. Das Spiel beruhigt sich in der Folge. Eine Szene haben wir noch. Strangel mit der Chance auf den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. Aber Marinovic kann parieren. Ja, Christoph Starke, er wirkt angefressen mit der Leistung. Vor allem in der Defensive kann er null zufrieden sein. Aber auch nicht, was nach der Halbzeit passiert. Besser wird es nicht. Das kann ich vorwegnehmen. 53. Minute, Steinherr über die Außenbahn. Und von hinten rauscht Einsiedler heran. Das 3:1, kurz nach der Pause, die Frühstarter aus Unterhaching. Aber diesmal muss man sich die Frage stellen, was macht die Abwehr da eigentlich? Eine Kategorie, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, einer macht ihn. Und das war Markus Einsiedler. Und der Haching Express macht weiter Dampf. Bayreuth wird komplett überrollt, wie ein ICE gegen eine Trambahn. Reisner hat die Entscheidung auf dem Schlappen. Sponsel bewahrt seine Mannschaft vor Schlimmeren. An ihm liegt heute bestimmt nicht. Seine Vordermannschaft lässt ihn ein ums andere Mal im Stich. Steinherr mit ganz viel Zeit und Reisner, ja, der hat ganz viel Platz. Das 4:1. Der ICE Haching ist im Bahnhof. Gutes Auge von Steinherr. Ascherl und Horter lassen Reisner zu viel Platz. Haching wird zu einfach gemacht. Der Anstoß und Haching hört einfach nicht auf. Der Stadionsprecher bejubelt noch das 4:1. Da schnappt sich Einsiedler die Kugel, legt ab auf Reisner und der macht das 5:1. Wahnsinn! Einfach nur Wahnsinn, was Haching an diesem Tag abliefert. Und für Bayreuth ein Tag zum Vergessen. Einsiedler klaut da einfach den Ball und legt super ab auf Reisner. Ja, der macht das klasse und abgeklärt. 5:1 für Unterhaching. Ja, absolut. Ich meine, das war Super-GAU. 3:1 waren wir ja, glaube ich, 4 Gelbe oder 3 Gelbe. Und das 5:1 war nach dem Anstoß. Sowas sieht man ja selten, auch in, glaube ich, in keiner Schülermannschaft. Und also ist mir völlig unerklärlich. Super-GAU, Schülermannschaft. Ja, besser kann man es nicht beschreiben, was die Oberfranken da heute abliefern. Ja, einen, den gibt's noch diesmal. Ist Reisner der Vorbereiter über die linke Außenbahn. Die Flanke in die Mitte und dort kommt Hinterseher an den Ball zum ersten und zum zweiten das 6:1. Hinterseher macht das halbe Dutzend perfekt. Haching wie im Rausch an diesem letzten Wiesensamstag. Ausschlaggebend, glaube ich, dass wir unser Gesicht wieder gezeigt haben und nicht auf irgendwas, was wir in den Wochen zuvor erreicht haben, ausgeruht haben, sondern jetzt in den letzten beiden Wochen, glaube ich, verstanden haben, dass es dummerweise immer wieder von 0-0 losgeht. Ganz bittere Pille für Bayreuth, aber nimmt man den Toto-Pokal hinzu, kassierte man in den letzten 5 Spielen 17 Gegentore. Ist das ein Einstellungsproblem? Ich denke schon. Also ich denke, dass die Spieler gedacht haben nach dem Illertissen, es geht wieder vielleicht mit etwas weniger. Ein Trugschluss und heute sind wir dafür bitter bestraft worden. Naja, ich will nicht sagen, dass das Einstellungsproblem ist. Ich glaube nicht, dass die Spieler nicht wollen oder dass wir allgemein als Team nicht wollen. Wir sind dann im Moment einfach nicht stabil genug. Wir haben zu viele Schwankungen drin. Wir spielen Illertissen wirklich ein gutes Spiel, gewinnen dort, fahren dann hierher und dann darfst du einfach nicht so verlieren. Ja, ich kann es mir selber nicht erklären aktuell, wir werden das knallhart analysieren müssen, aber
Und dann auch kein Blatt vom Mund nehmen und dann geht's weiter. Was soll uns anderes übrig bleiben? Ne? Wir müssen uns schütteln, hilft nichts. Bayreuth trauert, Haching feiert. Dieser Abend auf der Wiesn wird lange dauern. Heute 6 Tore, heißt 6 Maß auf der Wiesn? Für alle, ja. Also jeder eine halbe oder wie. Insgesamt, für jeden Einzelnen. Nein, die sollen es halt mal. Heute gehen wir auf die Wiesn und ich habe ihnen gesagt, Jungs, es macht mehr Spaß nach so einem Sieg oder nach so einem Spiel dann auch mit dem Präsidenten zu feiern, als einen schlecht gelaunten Präsidenten zu haben. Wer schafft denn da mehr Maß am Schluss? Der Präsident oder die Mannschaft insgesamt? Ich hoffe, der Präsi. Haching ist wieder in der Spur. Mit einem Sieg in Nürnberg nächste Woche kann man wieder etwas nach oben schielen in der Tabelle.